Das Projekt ist im Frühjahr diesen Jahres, angefangen im März, entstanden durch eine Safari, die ich mit Mayra in Tipito gemacht habe. Und das war der Anfang. Wir haben uns kennengelernt, dann haben wir weiter Kontakt aufgenommen und das war der Anfang des Projektes. Also ich habe eine Arbeit begonnen in Iztapaluca. Aber dann kam Tipito dazwischen per Zufall und dann hat mich Tipito so fasziniert, dass ich bei Tipito geblieben bin. Das Projekt besteht daraus, dass ich viele Abende mit Mayra und den anderen Frauen durch Tipito gegangen bin, die mir ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze gezeigt haben und ich dann mit der Biografie der Frauen zusammen mit deren Geschichte angefangen habe, sie selbst zu inszenieren. Und das ist das, was wir auch heute hier sehen. 7 Frauen habe ich ausgesucht, die sich von mir in Kombination, in Kommunikation mit mir haben inszenieren lassen, an ihren Lieblingsplätzen. Und ich möchte noch was sagen. Das sind also Bilder, die es eigentlich nicht gibt. Denn alle Bilder sind nachts entstanden und nachts, erstens kann man in Tipito nicht fotografieren und zweitens kann man nachts nicht fotografieren. Und erst recht nicht mit dem Stativ, also mit dem Tripod. Ach so, und das müssen wir jetzt unbedingt sagen, warum die Ausstellung jetzt auch nicht, die heißt Ciudadanos, weil es geht um mehr, weil cada una de mujeres hat zwar eine Biografie, eine eigene, aber diese Biografie ist universell. Es gibt diese Biografien ähnlich überall in Mexiko, nicht nur in Tipito. Ja? Und wenn man noch weiter geht, auch überall in Lateinamerika, vielleicht sogar überall auf der Welt verstreut. Also diese Frauen stehen exemplarisch für die starken Frauen dieser Welt. Und ich bin keine Fotografin, das heißt immer, ich bin Künstlerin und ich bin Bildermacherin. Also das sind keine Dokumentarfotografien. Vielleicht wir so erstmal übersetzen können. Thank you.